Hi Leute, heute gibt es mal wieder ein Unboxing von mir, denn ich habe was ziemlich Cooles zugeschickt bekommen und zwar diese große Lifestyle-Box. Ich glaube, dass dieser Inhalt euch ziemlich gut gefallen wird, denn mir hat er auch gut gefallen. Also wenn ihr sehen wollt, welche Schätzchen sich hier in dieser Lifestyle-Box befinden, dann bleibt auf jeden Fall dran und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Vorab vielleicht ein paar Infos zur Box. Diese Box kann man abonnieren und die erscheint dann alle 2 Monate. In dieser Box bekommt man 7 bis 10 Produkte aus dem Bereich Lifestyle. Also dieses Mal haben wir nicht eine Beauty-Box mit ein paar Lifestyle-Produkten, sondern ja, der Hauptfokus liegt eben hier bei Lifestyle-Produkten und man hat hier auch ja, nachhaltige und gesunde Produkte drin, was für mich persönlich auch immer sehr, sehr interessant ist. Ihr wisst, ich lege auch sehr, sehr viel Wert ja, auf gesunde Snacks zum Beispiel und ja, da kommen wir jetzt gleich drauf. Wir haben hier sehr, sehr viele junge und lokale Marken und ich kann mir vorstellen, ja, dass es für euch sehr interessant ist. Der Wert dieser Produkte liegt auf jeden Fall immer über 100 Euro, also man bekommt hier wirklich auch einiges für sein Geld geboten. Eine Info möchte ich euch auch noch unbedingt erzählen, denn das finde ich sehr faszinierend. Und zwar ist die Lifestyle Box ein sehr, sehr junges Start-up-Unternehmen und die Gründerin und Unternehmerin ist tatsächlich erst 16 Jahre alt und dieses Unternehmen hat sie erst mit 14 gegründet, also das finde ich sehr, sehr, sehr faszinierend. Also Hut ab an die junge Dame. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal auf den Inhalt ein. Das erste Produkt ist gleich eine kleine Nascherei und zwar von der Marke Neo. Kenne ich persönlich noch nicht, noch nie davon gehört. Finde ich sehr interessant. Ich liebe es ja, neue Produkte auszutesten. Und ich bin auch eine, die immer sehr, sehr gerne neue Snacks ausprobiert. Vor allen Dingen, weil ich es sehr ansprechend für mich finde. Und zwar sind es Proteinriegel mit wenig Zucker. Schreibt natürlich nach meinem Namen. Ihr wisst, ich achte eigentlich sehr stark immer auf meine Ernährung. Und zwar haben wir hier Riegel in der Geschmacksrichtung Kokosnuss, also mit Schokolade. Die Kombination könnte ganz gut sein. Ich bin zwar nicht so der Kokosnuss-Fan, aber in Kombi mit Schokolade geht es dann, glaube ich. Und das Ganze soll nur 1 Gramm Zucker pro Riegel haben, was natürlich super klingt. Und ja, die werde ich auf jeden Fall jetzt gleich in meine Handtasche packen für unterwegs, denn manchmal, wenn es dann doch irgendwo mal länger dauert, vielleicht im Auto, dann habe ich auf jeden Fall meinen Notfallriegel dabei. Ich werde euch natürlich berichten, ob sie mir geschmeckt haben. Finde ich sehr, sehr cool. Sowas probiere ich immer sehr gerne. Als nächstes ein Produkt, was wirklich sehr, sehr schön nachhaltig ist. Und zwar habe ich davon schon gehört und schon mal gesehen, aber noch nicht ausprobiert. Und zwar von Beeskin. Das ist ein Bienenwachstuch. Das ist eine Alternative für Plastikfolie, was ich sehr cool finde. Und zwar ist das sogar 1 Jahr wiederverwendbar. Also man muss normalerweise diese Plastikfolie, wenn sie irgendwie dreckig wird, ja dann meistens auch wieder wegschmeißen, weil die auch sehr schnell kaputt geht oder zerreißt. Und da kann man eben dann ja, Sachen frisch halten und eben muss man keine Plastikfolie verwenden, was ich sehr cool finde. Werde ich auf jeden Fall ausprobieren, wenn ich dann auch in die Arbeit fahre, mir was zu essen mitnehme zum Beispiel. Finde ich super, diese Erfindung. Ja, so kann man ein bisschen nachhaltiger das Ganze gestalten. Als nächstes habe ich hier ein kleines Beauty-Produkt von der Marke Sissy & Joe. Gehe ich mal davon aus, dass das die Marke ist. Kenne ich nämlich auch noch nicht. Und zwar Sissys Intensive Serum für eine vitale, gestärkte Haut. Schauen wir mal kurz, was das Ganze bewirken soll. Das ist auf jeden Fall zertifizierte vegane Naturkosmetik aus Österreich für alle Hauttypen geeignet. Ah ja, das Ganze soll feuchtigkeitsspendend sein mit Hyaluron und soll die Haut erfrischen und stärken mit Traubenkernöl, Gerstengras, Löwenzahn. Klingt alles sehr, sehr toll. Also feuchtigkeitsspendende Serien finde ich immer sehr schön. Man muss hier einfach nur ein bisschen darauf achten, dass, ja, auch wenn es Naturkosmetik ist, enthält es ganze ja, Parfümstoffe und kann ein bisschen reizend auf die Haut wirken. Also ich sage das nur als Hinweis für die Personen, die eben auf Parfümstoffe stark reagieren. Und deswegen möchte ich das kurz erwähnen. Ansonsten, ja. Komplett Naturkosmetik, also für Naturkosmetik-Fans könnte das auf jeden Fall das Richtige sein. Dann haben wir hier ein Produkt von Bilou. Bilou kennt ihr ja sicherlich. Und zwar ein pflegender Cremeschaum in der
sage ich mal, Geschmacksrichtung Tasty Donut. Das ist eine Schaumlotion. Ich habe diesen Schaum ja schon mal als Duschschaum gehabt. Der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es ist wirklich ein sehr, sehr süßlicher Duft. Also es riecht tatsächlich nach Donut. Mir hat es sehr gut gefallen. Ist aber wirklich sehr, sehr süß. Aber das ist jetzt hier eine Schaumlotion, also wie eine Bodylotion, nur eben als Schaum. Und ihr wisst, ich liebe Schaum über alles. Ich werde das Ganze natürlich auch ausprobieren. Ob mir das als Lotion dann nicht vielleicht ein bisschen zu intensiv ist, das sehe ich dann. Aber das werde ich auf jeden Fall austesten, denn als Duschschaum fand ich das wirklich sehr, 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 sehr lecker. Dann habe ich hier ein Produkt von Jim Queen, die Tasty Drops in der Geschmacksrichtung Cookie Dough. Das finde ich sehr, sehr interessant. Und zwar sind das Aromatropfen eben in dieser Keksteig-Geschmacksrichtung. Könnte ganz interessant sein. Ich mache nämlich ab und zu mal zuckerfreie Snacks, also oder zuckerfreie Kekse zum Beispiel. Und da nehme ich meistens Bananen her, weil die von Haus aus süß sind. Aber wenn man mal was anderes möchte, aber eben keinen Zucker hinzufügen möchte, kann man diese Aromadrops dazugeben. Und dann hat man eben einen Keksgeschmack. Das könnte sehr interessant sein. Kann man auch in Wasser geben oder in Joghurt zum Beispiel. Das wäre auch mal wirklich sehr interessant. Das werde ich auf jeden Fall auch ausprobieren. Da ist kein Zucker drin, aber ein Zuckerersatzstoff bzw. ein Süßungsmittel, und zwar Sucralose. Da muss dann jeder selber entscheiden, ob es dann passt oder eben nicht. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren in meinem nächsten zuckerfreien Kuchen. Dann habe ich hier etwas sehr Praktisches für den Winter. Und zwar von der Marke TerraTherm. Zehenwärmer. Das werde ich meiner Mama schenken. Die hat immer kalte Füße. Ich bin jetzt nicht ganz so, verfroren wie meine Mama. Also ich bin auch verfroren, aber meine Mama ist noch ein bisschen krasser. Und das Ganze sollen die Zehen eben wärmen, und zwar bis zu 8 Stunden. Sie wird die ganzen Zehenwärmer austesten und dann werde ich euch berichten, ob sie damit happy ist. Ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen. Also man klebt die einfach drauf, zieht dann Socken drüber und dann werden die Zehen schön warm. Sehr, sehr coole Sache für Frostbeulen. Mega cool. Dann habe ich hier eine kleine Probe von Desinfektionstüchern von der Marke Native One. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, denn man kann es nicht so richtig lesen. Das ist eine schwierige Schrift, finde ich. Desinfektionstücher momentan natürlich immer mal wieder zu gebrauchen. Also ich habe generell auch mal Desinfektionstücher in der Tasche drin. Jetzt mal abgesehen von dieser Corona-Zeit habe ich sowas auch mal in der Tasche. Einfach, man braucht es einfach mal hin und wieder. Und deswegen glaube ich, dass das echt eine coole Sache ist. Werde ich gleich in meine Handtasche packen. Vor allen Dingen gerade auch mit meinem Kind und so weiter habe ich die hin und wieder mal gebraucht, wenn wir, als die Restaurants noch offen waren, der Kindersitz und dann wird der ewig nicht genutzt und der Tisch ist dann ein bisschen schmutzig, dann desinfiziere ich den schnell und dann kann mein Sohn da in Ruhe rumschlecken, sag ich mal. Dann ist alles okay. Also die packe ich mir auf jeden Fall in die Handtasche ein. Kann man immer gebrauchen. Nicht nur dieses Jahr. Oh, okay, dann habe ich hier ein Produkt von Coca-Cola. Ob man das jetzt wirklich als gesund bezeichnen kann, ist, kann man sich darüber streiten. Es ist auf jeden Fall die Zero-Variante, also kein Zucker drin, sondern wieder mit Zuckerersatzstoffen. Hin und wieder trinke ich mal eine Cola ich trinke auch, ehrlich gesagt, am liebsten die zuckerfreie Variante, einfach weil mir die normale zu süß ist und die schmeckt mir einfach ein bisschen besser. Mal abgesehen, ob das eine gesünder ist oder das andere, kann man sich wahrscheinlich drüber streiten, aber ich mag diese zuckerfreien Varianten generell sehr, sehr gern, weil ich so sehr, sehr starke, süße Sachen gar nicht trinken oder essen kann. Mag ich nicht und deswegen, werde ich das, glaube ich, jetzt gleich mal öffnen und mir heute mal wieder eine Cola gönnen. Habe ich schon ewig mal nicht mehr gemacht. Das nächste Produkt ist aus dem Bereich Zahnpflege, aber diesmal ist es keine Zahnpasta, sondern das Active Cocoa Teeth Whitening Powder. Genau, also ein Powder, das eben die Zähne aufhellen soll. Und zwar
soll das Ganze eben diese Verfärbungen gut entfernen. Gerade bei mir auch, ich bin so ein Kaffeeliebhaber und ich muss immer wieder auch zur Zahnreinigung gehen, weil man das einfach dann irgendwann sieht, dass ja, die Zähne sich verfärben. Ich muss jetzt auch mal bald wieder zur Zahnreinigung. Aber ich werde das jetzt die nächsten Tage auf jeden Fall gleich austesten und schauen, ob man dann auch ein Ergebnis sehen wird. Ich hoffe doch sehr, denn ich habe sehr viel Kaffee getrunken. Man gibt es einfach auf die angefeuchtete Zahnbürste auf. Und man soll einfach wie gewohnt morgens und abends die Zähne putzen. Und wenn man das Ganze bis zu 5 Minuten auch noch einwirken lässt, dann soll es noch besser sein. Oh ja, werde ich gleich heute Abend ausprobieren. Da freue ich mich richtig drauf. Solche Produkte finde ich immer super. Weiße Zähne sind ja auch wirklich sehr, sehr schön. Dann habe ich von der Marke Styx, habe ich auch schon mal was davon gehabt. Und zwar eine Handcreme mit Bio-Ringelblume. Und das klingt sehr gut, ist auch eine Naturkosmetik-Marke und ist ein Naturkosmetik-Produkt. Und gerade jetzt für die Winterzeit finde ich Handcreme immer sehr, sehr toll. Ich verwende sehr, sehr viel Handcreme immer im Winter. Und Ringelblume soll ja auch wirklich sehr, sehr pflegend sein. Riecht wirklich super, super angenehm, so nach Ringelblume einfach, wenn ihr diesen Duft vielleicht kennt. Sehr mild und angenehm, also das kann ich mir vorstellen, dass es für beanspruchte Haut und trockene Haut sehr, sehr gut ist. Das stelle ich mir gleich auf mein Nachtkästchen. Das werde ich heute Abend auch gleich austesten. Oh ja, da freue ich mich drauf. Ziemlich coole Produkte. Also ich finde den Inhalt anders als andere Boxen, sage ich mal. Ich habe ja bis jetzt hauptsächlich Beauty-Boxen gehabt, aber das finde ich mal anders und ziemlich cool, muss ich sagen. Da ist hier noch ein Buch drin, und zwar Du und ich, ein Erinnerungsbuch für uns zwei. Das ist ja komplett leer, aber hier drin sind sehr, sehr viele Fragen drin. Und ich glaube, dass es sehr cool ist, das Ganze mal auszufüllen mit dem Partner zusammen. Dann kann man das Ganze einfach mal festhalten. Ich finde es echt eine sehr, sehr schöne Idee. Ich habe so ein Buch ja während der Schwangerschaft geführt. Da habe ich ja alle meine Gedanken aufgeschrieben und Gefühle und ja, was mich so bewegt. Und das finde ich im Nachhinein wirklich sehr, sehr schön zu lesen. Man vergisst einfach sehr viele Sachen. Und das, glaube ich, ist wirklich eine sehr, sehr schöne Idee. Also ich werde heute Abend gleich meinen Mann fragen, ob wir das zusammen machen werden. Zum Beispiel ist hier eine Frage, bei dieser Gelegenheit hast du meine Freunde zum ersten Mal getroffen. Da kann man dann nochmal drüber nachdenken und sich versuchen zu erinnern. Bei uns ist es ja fast schon 10 Jahre her. Ich glaube, das wird ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, da kann man sehr, sehr tolle Sachen rein, man kann auch Fotos reinkleben und Herausforderungen des Alltags ausfüllen. Oh, das ist toll. Das finde ich so schön. Oh, da freue ich mich drauf. Love it. Als nächstes habe ich hier so ein Tuch von der Marke Coca-Cola. Und zwar ist es so ein ja, Allzwecktuch. Das kann man verwenden als Kopfband oder Stirnband, Haarband, als Cap oder als, ja, Halstuch, man kann es dann auch über die Nase ziehen, vielleicht beim Fahrradfahren, wenn es zu kalt ist. Habe ich gemerkt, ist das eigentlich ganz angenehm, wenn der Schal dann über dem Mund ist. Dafür könnte ich es vielleicht verwenden oder eben so als ja, Piraten-Haarband, sage ich mal. Ist jetzt nicht so unbedingt mein Fall, weil ich sowas nicht benutze, aber ich könnte es mal zum Fahrradfahren ausprobieren, denn ich fahre neuerdings mit dem Fahrrad auch oft zur Arbeit. Und wenn es so kalt ist, dann ist es sehr unangenehm, wenn das Gesicht so friert. Da findet sich auf jeden Fall ein guter Einsatzbereich, sagt man das so. ja, coole Idee auf jeden Fall. Und zum Schluss ist hier noch eine Zeitschrift drin, The Red Bulletin. Kenne ich nicht, muss ich sagen. Das ist wahrscheinlich so ein, vielleicht so ein Sportmagazin. Müsste ich mir mal angucken. Das spricht mich jetzt persönlich nicht so an, weil es nicht so mein Bereich ist. Aber vielleicht möchte sich da mein Mann ja mal durchblättern. Ja, so viel dazu. Das war es auf jeden Fall schon zum letzten Produkt. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was ihr zu dem Inhalt der Lifestyle-Box sagt. Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Ich habe auf jeden Fall für euch auch einen Rabattcode bekommen. Den werde ich euch hier einblenden und ich werde euch alle Infos nochmal zur Box
und den Code unten in die Infobox schreiben. Falls ihr Interesse dran habt, könnt ihr diesen Code einlösen. Ich verdiene übrigens nichts daran, der ist einfach nur für euch, für meine Follower. Und ja, schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, welches Produkt euch am besten gefallen hat. Ich hoffe, ihr schaltet natürlich beim nächsten Video auch wieder rein. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bleibt auf jeden Fall gesund und bis bald. Ciao, ciao!